Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tiny Troopers. Mission 22, Drei Könige. Drei Könige, okay. Oh, die Map, die sieht aber... Oha. Journalisten werden dich... Nein, bitte nein. Nein, bitte keine Journalisten. Verdammt. Journalisten werden dich auf einen Kampfeinsatz begleiten. Ja, das erschwert die Sache. Aber das Oberkommando denkt, dass es ist eine gute Idee, da dein Ziel einen hohen Medienwert hat. Ja, danke. Ihr mit eurem hohen Medienwert. Wichser. Bunny, Mario, Spike. Spike? Hatten wir nicht schon mal einen Spike? Sehr interessant. Und wie der wieder aussieht. Das ist so geil. Ich sehe immer wieder ein Gesicht, was ich bisher noch nicht kannte. Spike juckt dir am Hintern. Naja, wenn man bedenkt, dass du jetzt Journalisten bewachen sollst. Ich glaube, mir wird auch der Hintern jucken. Okay, nützt ja nichts. Schussweite. Ich glaube, hier wäre zusätzliches Schild Unsinn, weil das Wichtigste sind die Journalisten. Mehr Schaden wäre vielleicht ganz gut. Machen wir das. Ja, und dann schauen wir mal. Journalisten. Oh Mann, ich hasse Journalistenmission. Ja, ich hätte jetzt beinahe auf euch geschossen, ihr zwei. Hallo, so, wo sind wir denn? Okay. Und da unten ist der Feind. Okay. Super, wir haben einen Feind, den wir bekämpfen müssen und Journalisten. Es ist geil. Hoffentlich rennen die uns hinterher und nicht so wie die letzten Male wir denen. Und so ein Dschungelgebiet, wo man die Gegner kaum sieht. Das ist auch genial. Ja, super. Erste Journalist schon platt. Und den habe ich nicht mehr gesehen. Das war auch gut. Wen will der eigentlich interviewen hier? Den Feind oder was? Naja, der Kameramann ist auf jeden Fall schon mal futsch. Super. Echt super. Mit so befestigten Türmen hier. Und Journalisten. Es ist geil. Es ist... Ich bin sowas von begeistert. Und dann kommt der Depp da noch an. Und danke. Mission gescheitert. Yay. Oh, Mann. Okay. Das wird lustig. Das wird richtig lustig. Aber unsere Medaille haben wir schon. Das ist ja schon mal was. Das ist doch schon mal ein Wahnsinn. Verdammt. Bye. Hallo. Bui. Und ich glaube, das machen wir doch noch Bui. Und das machen wir auch Bui. Erhöhte Feuerrate. Nee, aber einen Spezialisten nehmen wir noch mit, glaube ich. Würde der auch Journalisten heilen? Probieren wir das aus. Ich laufe ja ungern mit zu vielen Leuten rum, aber... Ne? Hallo Jungs. So, schön hinter mir bleiben, ne? Ne, die latschen natürlich auch schön brav weiter an die Aschkölke. Das Feind. Feind macht Aua. Hinter mir bleiben. Mann! Wie lange stirbt denn der? Ist ja irre. So. Wir haben keine Granaten. Wir haben keine Granaten. Wir haben keine Granaten. Wir haben keine Granaten, aber wir haben jetzt das und... Bäm! Ist auch effektiver als Granaten. Ich fürchte nur, das ist nicht unser einziges Problem. Da sind Tretminen, ne? Journalisten. Nur mal so am Rande erwähnt. Und da liegt bestimmt was Interessantes. Feuer!
So. Wo ballert noch einer? Ach, da steht noch einer im Gebüsch. Und hier hinten. Hier, ja, hier in Rot. Oh, ich sehe noch wenigstens. Das ist in Ordnung. Hallo? Auch ein General. So. Erreichte Ziele, töte Ziel. Okay. Da hinten ist noch ein MTV. Hundemarken. Ja, theoretisch kann den Journalisten ja jetzt nichts mehr passieren. Jetzt können wir uns ja theoretisch hier schön umgucken, was wir nicht wirklich gemacht haben. Hier ist Ende. Na, guckt mal, aber macht nicht allzu viel. Oh, da oben war doch noch ein MTV. Ich habe den Evakuierungspunkt nicht gesehen. Verdammt. Ja, na gut, Bunny, Mario und Spike waren erfolgreich. Und ich weiß es nicht, hat der auch die Journalisten geheilt? Ich weiß es echt nicht. Warum heißt denn das drei Könige? Weil die drei hier die Könige sind, oder was? Ich weiß es nicht. Ich muss es nicht verstehen. Okay, Mission 23, hinter feindlichen Linien. Einer deiner Männer ist hinter feindliche Linien geraten. Wir können einen Evakuierungshubschrauber schicken, wenn du ihn aus der Stadt bringen kannst. Eskortiere ihn zum Evakuierungspunkt oder er fährt in einem Sarg nach Hause. Eine Medaille. Okay. Ich bin alleine. Ich glaube, das ist auch ganz gut so. Würde ich mal sagen. Zack. 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 Das ist höhere Feuerrate, ne? Ja, weil ich alleine bin. Okay, go. Ich bin gespannt. Fliehe. Ja. Ich glaube, mehr Schaden wäre auch nicht falsch gewesen. Das erinnert mich an die Zombie-Mission, die ihr ja noch gar nicht kennt. Die wir ganz am Ende mal spielen werden. Ich häng fest. Aber da kommt noch einer. So, darf ich mal gucken, wohin ich fliehen muss? Darunter. Okay. Hier ist aber noch irgendwo eine Medaille. Und außerdem muss ja auch noch irgendwo... Oh, irgendwo noch der Typ sein, oder nicht? Och. Och. Okay, ich glaube, ich hätte vielleicht doch noch einen Mann mitnehmen sollen oder so. Oh, Heilung. Bäm. So. Mal das Haus da kaputt machen. So. Kann halt sein, dass ich ziemlich schnell bin. Oh! Das ist natürlich geil. Ach, das ist ein Bunker. Oh nein! Das ist ja spaßig. Bunker. Super. Kann mir mal einer eine Rakete schenken? Das wäre nicht schlecht. Ja, schieß doch. Weil so hacke ich ja Ewigkeiten auf den Bunker ein. Verdammt. Kann ich mal da hoch? Ah, Alter! Ich habe die Medaille noch nicht gefunden. Da ist das Ziel. Alter! Alter! Oh! Stirb! Heilung! Und Medaille. Ich will die Medaille haben. Ich muss gar keinen retten. Ich bin derjenige, der hinter die Falten... okay. Okay, wenn man es denn mal verstanden hat. Wo ist denn die Medaille? Da ist auf jeden Fall ein MTV. Das ist auch schon mal cool. Das ist aber geil versteckt. Alter Finne. Medaille? Medaille. Das gibt's doch gar nicht.
Da muss doch irgendwo noch eine Medaille sein. Na gut, wir haben jetzt noch einiges von der Karte noch nicht gesehen. Hier könnte man noch weiterlaufen. Okay. Wir sind da irgendwo gestartet, ne? Das ist ein Bunker. Mal hier mal um die Ecke gucken. Ne, da geht die Karte aber nicht weiter. Wie doof. Also da ist das Ziel. Das ist schon mal nicht schlecht, ne? Theoretisch haben wir es schon geschafft, aber nur die. Ach so, da war der Bunker ja. Bleib auf dem Dach liegen. Jawohl. Nein. Oh. Treffe ich von hier aus? Ja. Der wird mich nämlich. Doch, der trifft mich auch. Das gibt's ja wohl nicht. Ey, ich stehe auf einem erhöhten Punkt. Der könnte mich treffen. Der hat jetzt vorbeigeschossen, aber doch, jetzt trifft er. Oh, verdammt. Ja, da komme ich nicht mehr vorbei. Verdammt. Ich von hier aus? Ja. Oh, da schießt er auch hier hoch. Aber hier schießt er an die Wand. Okay. Obwohl ich mich da jetzt nicht unbedingt immer drauf verlassen wollte. Risiko, Risiko. Er trifft. Alter. Geh kaputt. Ich will die scheiß Medaille noch finden. Aber hier schießt er auch nicht mehr zurück. Ist gut. Das ist sehr gut. Nein, er schießt zurück. Hatte ich auch gerade die Hände von der Tastatur genommen. Dann kann er zurückschießen. Ist ja klar. So eine Sau, hat er gesehen. Warte, wo schießt er jetzt hin? Ah, okay. Ich vermute aber, wenn man die Schüsse nicht sieht, ballert er da drinnen an die Bunkerwand oder so. Oh. Okay. Ich traue mich aber trotzdem nicht so wirklich, jetzt nach der Medaille zu suchen. Weil hier rennen bestimmt auch noch welche rum. Und der hält nichts mehr aus hier. Das steht fest. Komm. Ich weiß übrigens nicht, was passiert, wenn man anfordert und wegläuft. Ob man dann die Heilung da in der Pampa rumliegen hat? Wahrscheinlich. Kommt da keiner raus? Das ist aber seltsam. Also ich würde da rauskommen, wenn ich da drin sitzen würde. Mit Sicherheit. Oder? Weiß nicht. Andererseits, wenn man rauskommt, man ist sich ja ziemlich sicher, dass man dann eine Kugel abkriegen kann. Ich würde, glaube ich, doch nicht rauskommen. Ich würde allerdings ziemlich dumm gucken, wenn das Gebäude explodiert, nur weil einer mit einem Maschinengewehr drauf schießt. Okay, da liegen Hundemarken. Ne? Das ist doch schon mal... Habe ich jetzt ein Funkgerät gehört? Ein Funkmast? Ich kann tatsächlich da hochschießen. Das ist aber, glaube ich, auch neu. Das haben wir doch schon mehrfach versucht und noch nie geschafft. Hart. Bestimmt, man kann hier bestimmt nicht hinlaufen, oder? Na ja, von hier aus könnte man das eventuell. Keine Ahnung. So, wo ist die scheiß Medaille? Hier muss doch eine Medaille sein. Da hinten, hinterm. Wir sind ja quasi, sind wir hier gestartet oder sind wir da hinten gestartet? Wir sind auf jeden Fall quasi neben dem Ding gestartet. Da ist noch ein Haus zum kaputt machen.
Hier kommt doch einer raus. Ach, guck. Stirb, stirb. Vielleicht sollte ich wieder hinters Haus gehen. Vielleicht kommt dann keiner. Noch hat nur den Effekt, dass ich es schlecht erzielen kann. Doch, ja, dann kommt doch keiner raus. Okay, kommen also nur aus einem Haus raus, wenn man auch vorne an der Tür steht. Auch gut zu wissen. Ich frage mich gerade, ob ich überhaupt einen Spezialisten hätte anfordern können. Weil das Missionsziel ist ja ziemlich offensichtlich, dass ich flüchten soll. Ohne Hilfe. Frage ich mich jetzt echt. Naja, zu spät. Ist theoretisch geschafft. Ich wüsste nicht, was uns jetzt noch aufhalten soll. Es sei denn, es kommt ganz überraschend noch irgendein Luftangriff oder so. Oder wir finden noch einen hinterhältigen Sniper oder weiß der Geier. Was ich allerdings nicht glaube. Weil wir sind ja quasi schon fertig. Ne? Da ist ja schon, wo wir hinwollen. Haben wir noch irgendwas? Hätten wir auch von hier gekonnt. Ich habe doch schon so oft versucht, so Hügel hochzuschießen. Das hat nie geklappt. Hier ging es problemlos. Finde ich hart. Finde ich echt hart. Ist hier noch was im Busch? Nö. Okay, dann würde ich sagen, Mission geschafft. Yay! Tja, da war Bunny doch. Bunny. Na gut, Bunny hat's geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!